Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play GTA 5 mit Paxis. Wir wechseln jetzt von Trevor zu Franklin und machen mit ihm die Lester-Mission. Es ist gerade sehr verregnet, wie es aussieht. Man, are you serious? This motherfucker is fly. Glad you like it. As I told you, it's yours. Are you seriously serious? For the fifth time, yes. But I gotta go. I'll be in touch about our little venture. Man, good looking. Yeah. This motherfucker. Woo. Das ist Frank, das neuer Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in die Garage parkst. Ach so, damit macht man neue Autos. Also damit macht man die Wagen für sich selbst, oder? Also wenn ich einfach ein Fahrzeug in die Garage stelle, dann ist es für immer für mich gespeichert. Auch wenn es nicht mein Hauptfahrzeug ist, glaube ich. Krass, was für eine geile Bude der hat. Hoffentlich hat er auch eine Haushaltshilfe, die das alles sauber hält. Richtig geil. Was ist denn das für ein krasser Kamin? Das ist ja mal richtig geiler Kamin. Ha, freischwebend. Nice. Ja, also ich bin genauso begeistert. Was? Was ist denn da? Ehe? Ich bin genauso begeistert wie er. Erstmal eine Bonk ziehen. That's decent weed right there. I feel nice. Ooh, I feel real good, all over. Everything is okay. A-okay, or B-okay. I'm not an A or a B. Or maybe I am a B. Yay, wir sind bekifft. Mal gucken, wie lang. Wenn ich also einen Wagen in die Garage stelle, dann wird er automatisch gespeichert. Deswegen ist auch dieses scheiß Motorrad gespeichert und deswegen fährt er ständig damit rum. Es ist halt die Frage, welches Auto ist jetzt schneller? Das hier oder das da oben? Ach komm, das Hauptauto von... Ja, wobei, ich überlege gerade. Ach, wir nehmen jetzt das. Fällt mir einfach optisch mehr. Und wir fahren jetzt zu Lester. Und Action! Problem. Denise, Franklin, du kommst nicht mehr nach Hause. Ich habe mir Sorgen gemacht. Hab dran gedacht, dich anzurufen, aber du gehst nie ran. Also habe ich mich ein wenig umgehört. Und rausgefunden, dass du nicht mehr nach Hause kommst, weil das hier nicht mehr dein Zuhause ist. Du wohnst jetzt in Vinewood Hills, wo du nicht hingehörst, Junge. Eine Verabschiedung wäre nett gewesen. Naja, nur damit du Bescheid weißt, ich war in der Wüste und habe da eine Ausbildung zur Trainerin für Beckenbodenübungen gemacht. Ich bin da unten schon so lange schwach, aber es reicht. Jetzt bin ich stark und werde führen. Und du bist schwach. Nicht nur als Mann, sondern auch als Mensch. Du verlierst dich und das gefällt mir nicht. Du hast keinen Respekt. Was, wenn ich ein Frauenkunstzentrum im Haus eröffnen will? Was, wenn ich dort Beckenbodenkurse geben möchte? Wie ich gerne sage, einmal Gesindel, immer Gesindel. Und genau das bist du, Junge. Ich habe meine Schwester geliebt, aber sie hat eine Menge Fehler gemacht. Unter anderem, dich zu bekommen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss grenzenlose Liebe erfahren. Deine Tante, Denise. Die ist sehr abgedreht und merkwürdig. In dem einen Satz klingt so, als wenn sie irgendwas für uns übrig hätte. Und im nächsten Satz macht sie uns wieder komplett runter und beleidigt uns. Also das ist doch schon alles sehr merkwürdig. Naja, es wäre trotzdem geiler, wenn man noch entscheiden könnte, welches Auto man zum Hauptauto macht, weil das ja immer das ist, mit dem man die dann irgendwie antrifft. Also wenn sie auf irgendeine Mission fahren oder so, dann haben sie ja immer dieses Hauptauto. Das wäre irgendwie schon cool, wenn man das wechseln könnte, aber egal, geht auch so. Fuck! Dass ich das so... Oh, sorry. Dass ich das so abhebe, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht.
Ja, fällt mir auch gerade ein, ich habe überhaupt gar keinen Plan mehr, was Lester eigentlich von mir will, aber scheint ein guter Freund zu sein. Er hat mir auch dieses geile Haus da gekauft. Und ja, das Leben hat sich doch schon gut verbessert für Franklin. Vor allem seitdem er Michael getroffen hat. War eine sehr gute Idee, sich mit ihm einzulassen, würde ich sagen. Nicht zu schnell. Und nicht zu schnell. Und gleich sind wir da. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Ah, die Karre ist schon geil. Treffen wir aber auch jedes Mal irgendwo anders an. Diesmal in irgendeiner Waschanlage. Okay, you know Redwood cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Vespucci Beach, Bodybuilder, Muscle Sense, lächelt diese Nachricht. Okay. Rot? Warum ist die denn rot? Schalte den Geschworenen aus. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich hier was Rotes sehe. Also eine rote Linie, die mir anzeigt, wo das Ziel ist. Sonst ist doch eigentlich immer gelb. Auch wenn ich irgendjemanden ausschalten muss. Alle Ziele müssen innerhalb des Zeitlimits emuliert. Ach so, unten rechts ist ein Zeitlimit. Nicht rumtrödeln, Praxis. Vier Stück also. Na gut, dann müssen wir uns mal beeilen. Aber ich mag eigentlich den Zeitdruck immer ganz gern. Ich hoffe mal, dass der Zeitdruck auch entsprechend so gewählt ist, dass man nicht nach 3 Minuten fertig ist. Aber ich habe ja echt eine schnelle Karre, da könnte das echt schnell gehen. Es macht also mehr Sinn, den von weit weg zu erschießen. Das machen wir mal. Krasse Muskeln. Get down and lay down. Ain't nothing personal. Eins. So hat es auch niemand groß mitbekommen. Sehr schön. Richtung Norden. Yacht von der vor der Küste bei Pacific Bluffs in der Nähe der vom Pipeline Inn. Schalte den Geschworenen aus. Ich beeile mich. Also wenn das ein... Oh, okay. Ich sehe gerade, es ist weit weg. Fast 2 Kilometer. Ich wollte gerade sagen, wenn es so weitergeht, dann sollte das eigentlich vom Zeitlimit her kein Problem sein, wenn dieser verfluchte Idiot dann nicht einfach mal so rüberziehen würde. Ich habe aber auch ein bisschen zu spät reagiert. Wenn ich eher gebremst hätte, hätte ich es, denke ich, noch verhindern können. Aber egal. Solange wir das überleben, ist alles egal. Diesmal haben wir ja auch einen Grund, ein bisschen unvorsichtiger zu fahren, weil wir einfach keine Zeit haben. Und ich ja nicht weiß, was es hier noch so für Komplikationen geben kann, etc. Wie man sieht, so fast 2 Kilometer ist halt schon doch ein Stück weg. Zum Glück habe ich für die Karre entschieden, weil ich glaube, die ist ein Tick schneller als die weiße Karre, also das Hauptauto von ihm. Wobei es schwer einzuschätzen ist. Rein von der Beschleunigung ist das wahrscheinlich sogar schneller, das weiße Auto. Na, zum Glück habe ich hier ein Scharfschützengewehr. Oh, es bewegt sich. Schnell nach West Vinewood, Eclipse Medical Tower. Schau nach schmutzigen Fenstern. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Schalte den Geschworenen aus. Muss hier hoch!
Das war Nummer 2, also 2 müssten es noch sein. Ich weiß es nicht, wir hatten glaube ich 9 Minuten. Das heißt 4 Minuten 50 für 2 Stück. Da haben wir jetzt ungefähr eine Minute rausgeholt. Ich weiß halt nicht, das sind jetzt auch wieder so knapp 2 Kilometer, wie weit dann der letzte noch weg ist. Aber mal schauen. Ich denke aber, es sollte rein theoretischerweise kein großes Problem werden. Ja, ein paar Schilder, komm, Blechschäden, scheiß drauf. Gut, das gab noch ein paar Kratzer. Oh, hinten geht der Mund auf, der viel zu groß ist. Für alle, die es nicht wissen, der Mond entfernt sich immer weiter weg von der Erde. Und irgendwann ist er ganz weg. Aber daran... Nee, deswegen, nicht daran, sondern deswegen war der Mond ganz, ganz, ganz viel früher, Millionen Jahre früher, wirklich größer, weil er näher an der Erde dran war. Will heißen, zu den Zeiten der Dinosaurier war der Mond halt wirklich sehr groß und hat teilweise ziemlich viel Platz am Horizont eingenommen. Das stelle ich mir richtig geil vor. Also das würde ich gerne mal... Ja, es geht logischerweise nicht, aber das hätte ich gerne mal gesehen. So, die Hälfte der Zeit ist um. Das hätte ich gerne mal gesehen, wie das aussieht, wenn der Mond so den halben Horizont einnimmt an Platz. Alter, Ausschau nach schmutzigen Fenster. Muss ich da jetzt auch noch rein, oder was? Fuck. Soll ich ihn wirklich einfach nur von draußen erschießen? Aber das sind doch gar keine, das sind doch nur beschissene Texturen, hier ist doch alles... Das sind doch nur Bilder, das ist doch gar nichts zum Erschießen. Fuck. Wie soll ich denn da rein? Vielleicht irgendwie hier von der Seite? Muss ich aufs Dach oder so? Fuck. Noch 3 Minuten, komm schon. Wie soll ich denn da rein? Alter, Ausschau nach schmutzigen Fenstern. Bin ich komplett dumm? Fuck, fuck, fuck. Ist doch nichts zu sehen. Scheiße. Tower, schau nach schmutzigen Fenstern. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Oder wollt ihr mich sagen, dass es ein Fensterputzer ist? Es ist halt auch wieder nachts, ne? Es ist wieder optimal. Aber rein theoretischerweise muss er doch irgendwo hier sein. Ich will keine Ahnung, was ich hier machen soll. Och Mann, jetzt geht die Mission deswegen vor die Hunde, weil ich keinen Plan habe, was ich hier machen muss. Solche Missionen gehen mir am meisten auf den Sack. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich habe keine Ahnung, also ich hab noch eine Minute, das schaffe ich niemals. Wenn ich jetzt noch irgendwie drauf komme, wie ich das hier machen kann. Das gibt's doch nicht. Hab ich irgendwas übersehen? Hier gibt's ja auch nirgendwo hoch. Verdammt!
Oh, wir schaffen es halt nicht, wir schaffen es halt nicht, wir schaffen es halt nicht. Dann muss ich aufs Nebengebäude und kann irgendwie vom Nebengebäude aus dann den da sehen und abschießen, oder? Naja, ist doch überhaupt gar nichts. Fuck. Naja, die Mission ist sowieso gleich vorbei und... Ich habe keine Ahnung, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich hier reinkomme, was ich da machen soll. Kein Plan. Mann, das nervt, wenn ich eine Mission nicht schaffe, weil ich keinen Plan habe, wie ich sie beenden soll. Zum Medical Tower, schau nach schmutzigen Fenstern. Jetzt mache ich halt den gleichen Scheiß nochmal, ich habe sogar mehr Zeit, 6 Minuten. Jetzt mache ich halt den gleichen Scheiß nochmal, habe wieder keine Ahnung, was ich da machen soll, wo der ist, wie ich da reinkomme oder... was mit schmutzigen Fenstern gemeint ist. Und gammel dann wieder rum, oder was? Naja, also es ist halt auch blöd, weil wie gesagt, ich sehe halt auch weniger, wenn es Nacht ist. Logischerweise, weil es halt dunkel ist. Versuche mich mal zu beeilen, weil je schneller ich bin, desto mehr Zeit habe ich zum Rumtrödeln dann vor dem Gebäude. Was könnte ich denn da übersehen haben? Ist mit Medical Tower das Gebäude da gemeint, in dem der Typ drin ist, oder das Nebengebäude? Muss ich vielleicht in so ein Nebengebäude rein und dann irgendwie... Ja, schmutzige Fenster. Was hat es mit schmutzigen Fenstern auf sich? Es wird ja wohl kaum ein... Ja, wobei, es könnte ja theoretischerweise ein Fensterputzer sein. Aber den hätte ich doch eigentlich gesehen. Und warum sollte der mitten in der Nacht arbeiten? Okay. Sorry. Also der Tower ist da drüben, aber das wäre halt schon merkwürdig, wenn... Von da sehe ich halt auch nichts. Das regt mich auf, das regt mich so auf. Was könnte ich denn übersehen haben? Was könnte ich denn übersehen haben? Wie gesagt, hier außen kann ich niemanden abknallen. Das sind einfach nur Bilder, da ist nichts. Und ich muss ja nach oben. Es wird ja angezeigt, dass es irgendwo oben ist. Und hier kommt man nicht rein. Yo. What the hell? Was habe ich denn übersehen? Was übersehe ich denn? Zur Hölle nochmal. Muss ich hier reinfahren? Ich glaube kaum, aber... Irgendwas übersehe ich. Logischerweise. Das habe ich schon gedacht, dass ich da nicht reinfahren muss. Habe ich eigentlich die Wärmebild noch? Na, die Funktion habe ich blöderweise nicht mehr. Wie komme ich denn da rein? Wie komme ich denn da rein? Damn, I ain't got much time left. Bitch, I'm happy. I'm tranquilo, motherfucker. Son, I didn't pay for 6 years at UCLS, so you can sit around your... Hey, careful! Slip right! Ja, das sind alles, das sind doch keine Texturen, die... das sind keine Fenster, das sind einfach nur Bilder. Scheiß Texturen sind das. Ist hier oben irgendwas? Ich sehe halt nichts. Halt Ausschau nach... schmutzigen Fenstern, also ich weiß auch nicht. Es regt mich auf.
Was? Ich verstehe es einfach nicht. Habe ich noch Haftbomben? Überhaupt nichts bringt das. Da geht nicht mal das Ding kaputt. Zumindest heißt das Ding Clips Medical Tower. Also das ist schon mal das richtige Gebäude. Aber das war's auch schon. Geht's ja auch nirgends. Das geht mir so auf den Sack, dass hier überall 1000 Millionen Türen sind und man kommt nirgendwo rein. Ist immer noch das gleiche Gebäude, aber... Oh, oh, wir sind auf einem Dach, Oh! Vielleicht bin ich jetzt zu dem Ziel auf der Spur. Falls das wirklich so ist, dann ist es ziemlich verwirrend gewesen, dass sie mich an den Vordereingang gelotst haben. Dann hätten sie mich doch direkt hier hinter lotsen können, sollte ich hier hingehen. Aber wie es aussieht, komme ich auch nicht weiter. Aber wahrscheinlich irgendwo hier auf dem Dach. Naja, schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Aber na gut, dann wissen wir wenigstens fürs nächste Mal, wie es hier wahrscheinlich weitergeht. Drecksmission! So, jetzt ist es raus. Ja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, hört bei euch loben. Euer Paxi, bis zum nächsten Mal. Und wir machen das dann morgen. Und dann aber richtig, verdammt nochmal.